Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder. Mike spielt irgendwas. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind wir bei Locomotive. Locomotive ist ein Point-and-Click-Krimi-Adventure. Das hatte ich auch schon mal angespielt im Rahmen des Steam Next Festes. Da hatten wir eine sehr schöne, lange Demo. Und das ist jetzt die Vollversion. Das volle Spiel ist jetzt rausgekommen am 19.11. Und das würde ich jetzt gerne mal mit euch spielen und mit euch zusammen entdecken. Würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid und dabei bleibt, falls euch das interessiert. Wie gesagt, es ist ein Point-and-Click-Adventure im Stil der alten LucasArts-Games. Von der Grafik, vom Humor, von den schrägen Figuren her kommt es dem sehr nahe, fand ich. Also echt, kommt irgendwie so aus nichts, aber echt cooles Spiel. Und lass uns das mal zusammen anfangen. Kling! Also wird auf jeden Fall crazy. Das fängt schon füllmäßig an. Das kam auch schon aus der Demo. So ein alter Movie. Der Käse. Ah ne, der Mond. All right, chop chop. Let's begin, shall we? Arthur, stop your dilly-dallying. Coming, Lady Unterwald. Thank you all for coming. You know me as the aging heiress of the Waldbahn Empire. But there comes a day for everyone when you know your time is up. Yep. I've long desired to leave my legacy in good hands, and after much deliberation... It looks like we're approaching a tunnel, ma'am. Ugh. I do hope it's one of mine. Be quiet, you idiots! We don't have all day. Ahem! After much deliberation... It's my desire that the Unterwald estate be passed over in its entirety to... Oh my God! Heavens above! No! Wait! It may just be a flesh wound. Ja, klar. ja, Fleischwunde. You're telling us that's how it happened, Arthur. This stinks, Bailey. It's got the unmistakable musk of guilt. Careful, Lamont. We're dealing with a lawyer here. Arthur Ackerman, attorney at law. Listen, Arthur. You're accused of murdering your own client. What do you have to say for yourself? So, er ist Anwalt für Erbrecht. Ich heule unheimlich hässlich. Ich glaube, ich habe recht auf einen Anruf. Ja, ich glaube, das letzte Mal habe ich auch die Antwort genommen. Ich nehme jetzt dreimal die. Meine Hände sind sauber. Ich habe Lady Unterwald nicht umgebracht. My hands are clean. I didn't kill Lady Unterwald. I've got bad news for you, kid. Just take a look at those clammy, murderous hands. Eh? Wieso? Clammy? Clam? Those are textbook murder mittens. Worst case I've ever seen. Oh. There you are, Mr. Ackerman. Kid, are you blind? We're trying to create an atmosphere here. Just thought I'd check if our guest needs anything. A suspect, Jimmy. And we're in the middle of an interview. So, oh, how exciting! Freundliches I hope you had the job, Mr. Ackerman. I'm rooting for you. Perhaps I can get a coffee for our interviewee. No. Tea. Get out, kid. He seems nice. Yeah. That damn coffee boy is thrown off the whole vibe. It's not as simple as it looks, you know. Remember the exercises, Samont? Exercises? I am confident. Oh, yeah. I have value. Er hat irgendeinen Kurs gemacht. He was about to crack. I could feel it. I wasn't.
Stay there, Arthur. Sure thing. I'll be right here when you get back. Uff, that's ein paar Pfeifen. Naja. Oh, wir sind festgekettet. Looks like I'm chained to the desk. What do they take me for? A common criminal? So, jetzt sind wir hier im Einsatz. Ja, genau. Ja, können wir hier klicken. Wir sind hier festgekettet, also weit laufen können wir nicht. So, was ist das hier? You won't catch me incriminating myself, tiny machine. There's a photo of me surrounded by a significant amount of red yarn. That's probably not a good sign. Third place runner-up. Most improved policing award. Meisten verbessert. Okay. Ah, man kann markieren. Ja. Ah, ach, da können wir uns einen kleinen Hint holen. Okay. Better not. Looks like Lamont won an award. It's a level 3 in athletic prowess. Aber nur immer level 3. It's an article from Lamont and Bailey's first big case. Lumbering Flatfoot goes toe-to-toe with sole criminal. A petty thief at the Shoe Emporium was quickly brought to heel this morning by Lex Lamont and his partner, Justice Bailey. Die sind ja echt erfolgreich. So, und die Zeitung. There's nothing more reliable than print media. Wir müssen uns ja hier von dieser Kette befreien. So, hier haben wir unser Inventar. It's the end of the line. The Unterwald Empire came to a grisly end last night, when the wealthy heiress was unexpectedly assassinated aboard her own train. Three suspects are currently held in custody, awaiting questioning. Drei? Okay. Ups. So, ich habe die Untertitel ein bisschen kleiner gemacht, weil die Schrift kam mir so ein bisschen groß vor. Wenn die so ins, in den Bildschirm reinragt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. In der Demo gab es diese Untertitel noch gar nicht. Da war alles nur in Englisch. Ah, die Schlüssel. So. Die müssen uns schnappen. Keys would unlock these shackles. It's a lamp used for interrogating suspects. I can still see the lights when I close my eyes. I know things look bad, but I'm not rooting through trash just yet. Ach komm, wie geht's? It's full of cigarette butts. I now regret never memorizing anyone's phone number. Ja, wer kann heute noch sich eine Telefonnummer merken? Oh, that's better. Wir nehmen den Ventilator mit. So. Das passt alles in unsere Jacke. Hervorragend. So. Haben wir sonst noch irgendwas? Sounds like Bailey is preoccupied with Lamont. Why don't we have a look on that blasted door? Ach, die haben, hä? Die haben gar kein Schloss an dieser Tür? Was sind das für Polizisten eigentlich? If I could just get out of these shackles. Huh. I guess this model is battery powered. Muss er wohl, sonst würde er nicht funktionieren. Das können wir kombinieren. So. Falsch rum. Okay, dann gucken wir mal, ob wir mit dem Gebläse jetzt hier den Schlüssel da von der Jacke blasen können. Mal schauen. Jawohl, naja. Da kommen wir allerdings jetzt nicht so einfach ran. If only I could reach a little further. Ein Regenschirm. So, können wir den Regenschirm vielleicht mit dem Schlüssel verwenden? Na komm, komm schon! Oh. Jawohl! So. Wollen wir uns so schnell befreien hier? Juhu!
bevor diese beiden Anfänger dazu kommen. That's taken care of, but I still need to find a way out of here. Komm jetzt durchs Fenster. Oh, It's shit. A long way down. Perhaps that dumpster could break my fall. Try it. I think they're coming back. Okay, schnell wieder hinsetzen. Wir tun mal so, als wären wir noch gefesselt. Die merken dann eh nicht, die zwei Trottel. Guter Kopf, blöder Kopf. Let's try this again, Arthur. The whole story from the top. Well, it began, as all good stories do, with a hard-boiled yet handsome detective. Eh? Mit einer, zufälligen Begegnung mit einer kleinen Berühmtheit. Unentgeltliche Schnappschüsse? Ich nehme mal das. A chance encounter with a minor celebrity. Rückblende. Okay. Prolog. Der Prolog ist gestartet. Ah, schön, dieser Art Deco-Style. Das finde ich echt cool. It all started on the Royce Express. The night was still young. I felt like the world was my oyster. I hope those oysters don't come back to haunt me. Okay, jetzt können wir uns hier frei bewegen. An der Waggonbeschreibung. This way for dining carriage, casino carriage, lounge area. Das wird noch wichtig, wenn wir nachher gucken, wo wir hier langlaufen müssen. Dieser Zug ist irgendwie verdammt lang. Reisebroschüren. Ooh, I love a good brochure. But I have other pressing matters to attend to. Hier können wir ein bisschen lauschen. Is this the Dirk Chiselton outline? Yes, I am a little stuck and I need some answers. Wieso braucht die überhaupt Antworten? Mhm. It's quite a sensitive matter. Excuse me, this is a private conversation. Sorry. Oh, Entschuldigung. Weil diese Dirk Chiselton Hotline ist irgendwie sowas, so eine Tipp-Hotline für Detektive, die nicht weiterkommen. Jetzt haben wir hier Servierwagen. I've always been fascinated by these little trolleys. Sir, you can order from the dining carriage if you're hungry. Just browsing. Beschäftigt auch. I assure you, madam, there are no mice about. I'm telling you, I saw it scurry through a hole in the wall. Mäuse, Hier auf dem Zug, also ist das Skandal. So, was haben wir hier? Eine Statue. It's a very generous likeness of Lady Unterwald. There's not as many wrinkles as the real deal. So, hier kommt man noch irgendwie. Nee. Kann ich nicht lesen, welche Zimmernummern hier sind? Nee. I don't remember leaving my door open. Oh. Oh je. Der Typ, den kennen wir auch schon aus der Demo. Yeah, that should do it. So ein möchte gern den Meisterdetektiv. Oh, Mr. Ackerman, I presume. I was just breaking and entering. On the contrary, I've been sent by our mutual benefactor, Lady Unterwald. Lady Unterwald, of course. If you've come about the sink, it was like that when I got here. Oh, there's no need to be humble, Mr. Ackerman. Tis I, Herman Merman. Acclaimed novelist, detective extraordinaire. Ja, klar. Oh, surely you've read the stories of my cases. Nö. I'm not a big reader of fiction. Sorry. Ah, well, there's a letter for you on the dresser. And the suit? Lady Unterwald believes a change of attire is in order. Der ist ein Einbrecher, der einen Anzug vorbeibringt.
I'll give you some privacy. Until we meet again, Mr. Ackerman. Danke, Mr. Merman. What an unusual encounter. I suppose I should read Lady Untervald's letter. So, das ist unsere Kabine. Was können wir hier gucken? Unglaublich flauschige Hausschuhe. Oh. Oh, what's better than comfy slippers, a tall glass of milk, and an even taller stack of paperwork? Ah, ja. Ihr habt manchmal eine komische Einstellung zur Arbeit. Looking neat and orderly. I don't think this is getting fixed anytime soon. Das ist ein kleines Porträt von Lady Untervald, okay. A portrait of Lady Untervald in every room. That's the Royce Express guarantee. Ah, old reliable. It's got me through many a jam. I thought my brown suit was perfectly fine. One of my only stipulations for traveling long distances. You've got to have access to a trusty typewriter. Ja, damals gab es keinen Computer, wo das hier spielt. Frisches Bündel Akten. Ach, was gibt's Schöneres? It's a stack of files regarding Lady Untervald's estate. Each one needs checking over before receiving that sweet stamp of approval. Provides the perfect light level for reading legislation. Hey, if you're not squinting, you're having too much fun. Uh-huh. Dieses Stoff. I've got all the classics. The Art of Law, Letters of the Law, even Coleslaw. Coleslaw. Although that one's just a collection of recipes. Ja, Deutsch funktioniert das nicht so gut. Den geheimnisvollen Brief nehmen. I wonder what Lady Untervald has in store for me this time. Achso, wir müssen das ja hier aufbrechen. Dear Arthur, please report to me at your earliest convenience. I have further amendments to make to my estate before the big announcement tonight. As you know, it's my desire for every passenger aboard the Royce Express to not only enjoy themselves, but depart with a tale worth telling. While the flashy suit provided can be seen as a symbolic gesture of excitement and adventure, it's also a very literal one. Get out of those drab clothes and have yourself a good time. That's an order. Yours sincerely, Lady Untervald. So, I need to meet with Lady Untervald in her quarters. Okay. Dann, was haben wir denn eigentlich noch im Inventar? Achso, das war. Wofür brauche ich dieses alte Wachsiegel? Dann können wir uns ja mal in Schale werfen. Schlupp. Look out, world. Arthur A. Ackerman has some intense lawyering to do. Oh mein Gott, intensive Anwaltsarbeit. Was für eine Drohung. This baby can hold up to 1500 case files. 1550 if I only pack two pairs of socks. Uff, ein Holzbügel. Aha. Kann ich mitnehmen? Okay. Wofür brauche ich den? Gut, gehen wir mal raus. So, jetzt können wir die Zimmernummern. Das ist unser. Das ist noch mal wichtig. Wer wo wohnt. Hallo? Hallo? Aufmachen! Anwalt hier. Zimmer It's room 306. It's room 304. It's room 303. It's room 302. Da ist der Gepäckwagen. Hello. I guess nobody's there. Hello? Looks like nobody's home. Können wir nochmal zuhören? I think she's busy. Okay. Rennen können wir auch, wenn wir schnell doppelklicken. Sehr gut. It's a fancy cart for transporting luggage. I've only ever seen these in hotels. So, wo geht's da lang? This way for kitchen carriage, kitchen pantry, service carriages. Können wir da schon hingehen?
Ah, diese wunderschöne Küche. Qua! What are you doing in here? Not another health inspector, we hope. I'm not sure I can handle another inspection. No, I'm an attorney. Oh, zut. That's even worse. So much worse. I'm just looking for Lady Unterwald. La madame is the other way. Va-t'en, avocat. Okay, okay, I'm going. Ja, aus der Küche würde ich aber lieber nichts essen. They seemed pretty annoyed. I'll come back later. Ja. Dann jump mal hier weiter. Tschüss. So, hier haben wir nochmal die andere Verdächtige. Zwillinge. Madame hier. Hello. Hallo. Hello. Arthur Ackerman. At your service. Suzanne Goldschmidt. Can I help you, Arthur? Ich wurde angewiesen, mich zu amüsieren. I've been instructed to have a good time. And you think I'm that kind of girl? Oh. No, I mean... Relax, I'm just messing with you. They probably just wanted you to loosen up a bit. Ich dachte schon, wir haben sie in den Fettnäpfchen getreten. What brings you aboard the Royce Express? Oh, I'm with the band. You're in a band? You're looking at the lead singer in Balboa Swing. Whoa! What about yourself? Ich bin selber in der Band, ich bin Hollywood-Friseur für Stars. Ich glaube, wir haben letztes Mal gelogen in der Demo und da sind wir nicht so ganz weit damit gekommen. Ich sag einfach mal, ja, ganz ehrlich, wir sind der Nachlassverwalter. I'm Lady Unterwald's estate attorney. Ah, so you're a paper pusher. It has its moments. Sometimes I get to use the rubber stamp. Wow. Ja. What's wrong with being a paper pusher? Being a paper pusher isn't a bad thing, Arthur. We just move in different circles, that's all. Mm-hmm. Aren't you supposed to be performing right now? You're starting to sound like my stage manager. They'll call me when I'm needed. Okay. Any tips for having some fun around here? There are some simple pleasures in life we can all follow. Eat, drink, sleep, fuck. Okay, I think I get it. There's no need to be such a square, Arthur. I take no issue with the square. Straight angles, all sides equal, perfectly reliable for a shape. I guess I prefer to talk with people a little more rounded. Jetzt hab ich vielleicht für verklemmt. Do you really think I'm a square? Well, a little spontaneity couldn't hurt, Arthur. Maybe it's time to explore some new angles. Ich muss los, glaube ich. There's an old lady waiting for me. Really? Well, I'm not one to judge. Wie meinst du das jetzt? Wir gehen jetzt mal hier vorbei, bevor wir uns die anderen Vögel angucken. Oha! Lady Unterwald, der ganzen Pracht. I'm not getting any younger, dear. Alas, you cannot rush perfection. My apologies. Am I interrupting? Not at all, Arthur. I'll be with you shortly. Pierre should take butter... Moment! Was war das? Tja. Oh, tremendous! I see even Arthur made an appearance. I capture every detail in the frame, madame. Exactly as I see it. Well, I do wish you'd take some creative liberties, dear. We don't want anyone thinking I've got this many wrinkles. As you wish. We can attempt another portrait during my speech, if you like. Also der malt immer genau das, was er in einem Moment sieht. Egal was. Okay. Arthur, I've just signed another amendment to my will. It's by the window. By the window. Okay. Of course. I'll keep it safe in the briefcase for now. Oh nein. You'll have to
you accept my apologies for all the cloak and dagger theatrics. I must confess, I'm a little nervous about the speech tonight. Ma'am? It's going to ruffle some feathers. But do you think any of them are cut out to take over the reins? Bickering sycophants, the lot of them. They're just waiting for me to kick the bucket, you know. Oh, it makes my blood boil just thinking about it. Would you be a dear and open the window? It's getting quite hot in here. I need some air. Du hast nicht? Oh ja. Wir müssen. Das Testament! Oh nein! So ein Mist. Gut, dass sie nichts mitgekriegt hat. Ah, that's better. I feel myself again. You might just be the most useful person here, Arthur. Ganz sicher. It's good to know I can rely on you. Ganz genau. Now it's time to gather the family. This old lady's got a speech to make. Oh, no. I knew I should have upgraded to the anti-gust model. How could I have been so irresponsible? Gut, was nützt es jetzt? Jetzt ist das Testament flöten. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. So, eine Chili-Pflanze. Warum hat er hier eine Chili-Pflanze? Just a glance at that fiery plant is enough to make my eyes water. Ah, gleiche Schreibmaschine. Hm. It's the Model 3 Whisper Note with patented die gleiche Schreibmaschine. Das könnte doch mal wichtig sein. There's a lot of guides and self-help books here. Vielleicht müssen wir das Testament ja mal noch, irgendwann mal neu tippen und dann haben wir die gleiche Schreibmaschine in unserem Büro und dann können wir das auch vielleicht echt aussehen lassen. Vielleicht, wer weiß. There's a lot of bouquets here. I'm starting to think I should have brought a gift. The card was signed from a Mr. Jean Liu. A secret admirer, perhaps? Hm. Luftballons. The balloons are a nice touch. So, dann haben wir hier alles soweit. Koffer. Instrumentenkoffer. Wofür ist der wohl da? I didn't know Lady Unterwald played an instrument. Hm, das ist schon was merkwürdig. Die Schublade. The drawer is stuck. If I wedge something in the gap, I might be able to pry it open. Könnte ich hier den Holzbügel nehmen? Nee, aber der ist eigentlich, denke ich mal, it's too thick zu dick, genau. So, und das Porträt. I've never been painted before. It all happened so fast. Let's hope all these coats are made from faux fur. Ja. So, dann haben wir hier wahrscheinlich alles. Ja. I knew it. How could I have been? Ich weiß gar nicht, dass es Anti-Luftstoß-Aktentaschen gibt, aber okay. Gut, dann können wir hier nichts machen. Jetzt haben wir ein Problem. Lady Unterwald wird bald gekillt und wir haben das verdammte Testament nicht. Okay. I might still have time to grab it. Schnell! Arthur, stop your dilly-dallying! Coming, Lady Unterwald! Ah, Mist. All right, chop chop. Let's begin, shall we? Bums. In the meantime, okay. Was macht der im Gepäckwagen? Are you sure you haven't just misplaced your room keys, sir? Misplaced? Must I remind you of who I am? No, sir. You've been very clear. Tis I, Herman Merman! Surely you've read the stories of my cases. Nee. Herman Merman and the Murmuring German. Oh. Herman Merman and the Squirming Chairman. Sorry, sir. Not a big reader.
Reimen sich alle seine Texte? Not even Herman Merman and the Sermon of Vermin? No, sir. Good heavens! My point being, I don't misplace things. I solve cases. That's excellent news, sir. I'm sure you'll have no problem with the case of the missing room keys. Well, yes! You're quite right. Gut, dass das Spiel zu Engländern geschrieben haben. Hi! Smell a rat, and I'm going to sniff them out if my name isn't Herman Merman! Ja. Da ist sie, Amma. Ladies and gentlemen, thank you for gathering here. There is a killer among us, but I assure you they've made a grave mistake. They couldn't have accounted for the presence of a world-renowned detective. Should have done Dutch accent. There's a detective aboard this train. Oh, indeed, there is. Well, where are they? Tis I, Herman Merman, detective extraordinaire. And you have experience in solving murder cases, Mr. Merman? Das ist die Frage. I need not bore you with the details. Let's get straight down to business, shall we? Behold! Good heavens! Lady Unterwald's final moments were captured by the renowned speed painter, Pierre Bross. It's clear that nobody approached Lady Unterwald directly. That means the attack must have been made from a distance. Mr. Ackerman, you were safekeeping Lady Unterwald's last will and testament. That's right. I had to oversee some last-minute amendments to the will. Are you suggesting this amended will could reveal a motive, Mr. Merman? Indeed. I believe it to be the smoking gun that will unravel this entire mystery. Bravo, Herman Merman. Bravo. Bravo. Hand me the will, Arthur. Oh, yeah. We should be able to wrap this up in no time at all. Das könnte ein ich bin sicher, du hast noch andere Beweise. Oder? I'm sure you have other evidence, though. Right? Wait. You don't have the will. That was your only job. I hope you weren't counting on it for your big reveal. Well, I... Herman Merman? Jetzt hat keinen Plan. Are you alright? He's gone quite pale. I may be hard of hearing, but it sounds like our detective is out of ideas. Tschuhu! Uh-oh. Is that the sound of another tunnel? Yes! No! That's when the killer strikes! Help! Somebody get me out of here! Der hat sie dann immer alle. Okay. Herman? Well then. Ja. What do we do now? What will we do now? Ja, jetzt a good question. Teil 1. Die verstorbene Lady Unterwald. Unterwald. Klingt bestimmt lustig bei den, für die Engländer. Okay. Wie gesagt, das haben zwei englische, also zwei Brüder aus England geschrieben, das ganze Spiel hier und produziert. Or I could be the next one to vanish. I'll need to talk to the other passengers. Daher auch die schönen Wortspiele. Die Unterwalds Quarters could hold some clues. Die natürlich in Deutsch nicht so richtig gut funktionieren, aber das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Können wir das hier uns schnappen? Nein! No, I can't lose it again! It's moved towards the sleeper carriages. If I can get that will back, it might hold some answers. Okay, also wenn wir jetzt gucken, dass wir das genau, dass wir dann die Teile vom Testament wieder alle einsammeln, Verdächtige finden, Leute befragen, wie man es in so Point-and-Click-Adventures nochmal eben macht. Eben also mit sehr vielen Leuten zu quatschen. Dann haben wir hier noch diesen sehr ungehobelten Kerl, der wird auch nochmal wichtig werden. Diese so zwei bekloppte Zwillinge hier, sehr unhöfliche Gäste, die hier mitreisen. Und noch ein paar andere Dinge, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben.
So, da bin ich mal sehr gespannt. Vor allem, was wir hier mit dem Kram noch. Was mache ich mit dem Wachsiegel? Keine Ahnung. Das finde ich aber auch lustig, der Koffer hier mit diesem Schleifchen dran und so, wie sein Anzug gemacht. Also, wenn euch das hier Spaß macht, klassisches Point and Click, sehr lustig synchronisiert, witzig und schräg und auch cool gezeichnet, dann bleibt gerne dran. Wir machen jetzt hier in der nächsten Folge weiter und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da und ich jetzt trinke mir nochmal einen an der Bar hier und bye bye. So, jetzt brauche ich aber was Starkes, Jungs.